Hey Kameramagier, herzlich willkommen zu diesem Tutorial über die Shape Notes in DaVinci Resolve Fusion, die uns ermöglichen, jetzt einfach Sterne zu zeichnen und simple Motion Graphics zu machen. Und ich zeige dir heute, wie man sie benutzt. Auf geht's! Hier in Fusion habe ich jetzt schon mal die einzelnen Shapes und Shape-Effekte aufgeteilt. Du findest allerdings diese Shape-Tools auch, wenn du in die Effekt-Library gehst und unter Tools runter auf Shape gehst. Und dann hast du hier die einzellen S-Elemente, also S-Ellipse bis S-Transform. Und diese habe ich dir hier jetzt mal aufgeteilt in die Shape-Tools, was quasi die Shapes an sich sind. Also zum Beispiel ein Stern, ein N-Gon, eine Ellipse und natürlich unser klassisches Rectangle. Der erste Unterschied, den du jetzt vielleicht schon siehst, ist, dass diese Tools, wenn man sie anklickt, nicht einfach angezeigt werden. Ähnlich wie ein Particle-Emitter brauchen diese Shape-Nodes auch Renderer. Und deswegen ist es immer wichtig, einen S-Renderer an so ein Tool anzuschließen, falls du es dir ansehen willst. Aber erstmal zur grundsätzlichen Bedienung. Wenn wir jetzt also einen S-Star beispielsweise in einen Renderer schieben, dann haben wir im S-Star die Möglichkeit, wie viele spitze Kanten er haben soll. Also zum Beispiel ein typischer 5-sterniger Stern. Und natürlich, wie der ausgerichtet sein soll. Man könnte das Ganze natürlich auf 3 runtersetzen und dann hat man hier die Möglichkeit, in dem Dev-Tool die Seiten ein- und auszubeulen. Das ist dann quasi die Innenseite, die man auf- und einfüllen kann. Dann haben wir natürlich die Border-Width, das heißt, wir können es größer und kleiner machen. Und das Lustige ist, diese Border-Width wird bestimmt durch den Border-Style. Also ich habe hier die Möglichkeit, das zu beveln, also quasi, wenn ich das erhöhe, einfach abzuschneiden. Dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze abzurunden. Also wenn ich es jetzt erhöhe, wird es runder, runder, runder wie so eine Blume. Und wenn ich das reinziehe, wird quasi die Innenseite hier rund. Und dann habe ich die Möglichkeit, das einfach spitz zu lassen und dabei habe ich noch die Möglichkeit, das Meter zu limitieren. Das gleiche gilt natürlich auch für das N-Gon. Dann habe ich die Möglichkeit, in dem N-Gon einfach die Seiten zu erhöhen und auch die Border Width ähnlich hier abgerundet oder nicht. Okay, gucken wir uns mal an, was die anderen Effekte machen. Wir haben hier einmal die ganz normale Transform- und Merge-Sektion. S-Merge macht genau das, was du denkst. Es verbindet Dinge. Du kannst jetzt zum Beispiel einen Stern und eine Ellipse verbinden und das Ganze zusammenführen. Wenn ich jetzt den Stern zur Seite rausziehe, dann habe ich natürlich beides zusammen als eine Form. Okay, mehr macht das Merge nicht. Aber wir haben ja noch den Boolean. Der Boolean ist dafür da, um zwei Shapes miteinander auf eine bestimmte Weise zu verbinden. Die Möglichkeit im Channel Boolean Intersection bedeutet, dass wenn sich der eine mit dem anderen überschneidet, es quasi eine Schnittmenge gibt. Aber wir haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze auf Subtract zu stellen. Dann seht ihr, habe ich jetzt einmal einen Kranz. Also das N-Gon wird von dem Stern abgezogen. Wahrscheinlich würde ich eher die Ellipse nehmen, weil das einfach schöner aussieht als Loch. Du kannst dir also den Boolean vorstellen wie so ein Plätzchenstecher, der quasi eine Form aus der anderen raussticht. Kommen wir zum nächsten und das ist S-Transform. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, die Y-Achse und die X-Achse zu transformieren, ebenfalls die Rotation und natürlich auch die Rotation um einen gewissen Punkt. Aber wir haben jetzt hier auch noch sowas wie S-Jitter. S-Jitter macht, dass wir die Dinge automatisch hin und her bewegen können. Und zwar, indem wir ganz einfach hier oben von Fixed auf Random stellen und jetzt bewegt sich das Ganze automatisch mit. Was quasi wie die Wiggle Expression in After Effects quasi das Ganze automatisch etwas rotieren lässt. Und dann haben wir auch noch das S-Grid, was ich ganz gerne mal mit dem N-Gon demonstrieren würde. Das S-Grid macht nämlich Folgendes. Das Grid erstellt quasi Duplikate in Form eines Gitters. Also du kannst zum Beispiel wählen, wie viele Duplikate man hat und so weiter und dann wird es einfach dupliziert. Es wird jetzt also super easy möglich, solche minimalistischen, aufploppenden Animationen zu machen. Sowas ist zum Beispiel auch gut für Transitions. Und ich denke, ich werde das, was ich jetzt gerade hier mache, in meinen Transition Generator umarbeiten.
Das ist ziemlich cool. Oder auch eigene Transitions damit bauen. Apropos Transitions. Ich habe erst neulich ein Video dazu gemacht, wie du eigene Transitions in DaVinci Resolve 17 bauen kannst. Link habe ich dir da oben gelassen. Die letzten zwei Nodes sind S-Expand und S-Outline. S-Outline macht zum Beispiel, dass wir nur die Außenseite von dem Ganzen haben und wie dick die Außenseite ist. Und S-Expand ist dasselbe, was die Road Dilate Node macht. Es vergrößert und verkleinert quasi die Form. So, und die beide kann man nämlich ziemlich gut miteinander nutzen. Ich hole mir hier mal ein S-Merge rein und verbinde mal das N-Gon mit dem Ding. Als nächstes hole ich mir ein S-Expand hinein und von dem S-Expand gehe ich in den S-Outline und dann einfach in den Merge. Und schon habe ich eine Outline, deren Abstand ich kontrollieren kann. Und in dem S-Outline kann ich auch noch die Dicke verändern. Und das Coole an der Outline ist noch, man kann die Länge und die Position der Länge animieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Punkt hier herumgehen lassen will, der dann auf einmal in eine Outline geht, dann kann ich einfach Position und Length Keyframe. Bam, ist das cool? Damit wird es jetzt also super easy, Motion Graphics quasi auf Fingerschnipp zu erzeugen. Man kann nämlich diese Motion Graphics, da sie als Bitmap ausgegeben werden, sowohl als Maske für deine Videos nutzen, als auch, ja, you guessed it, als Particle-System, so wie ich das gerade gemacht habe. Und das gucken wir uns jetzt auch mal an. Okay, hier haben wir genau denselben Aufbau von gerade eben. Ich verbinde zuallererst mit einer Expression die Width und die Height, damit ich die Größe quasi mit einmal regeln kann. Damit können wir das Ganze schon mal animieren. Ich setze jetzt hier nach 5 Frames einen Keyframe und gehe zurück an den Anfang. Setze den auf 0 und lasse den aufploppen. Dann gehe ich wieder zurück ein ganz kleines Stück und damit habe ich jetzt so eine Aufplopp-Animation. So, jetzt auf dem höchsten Punkt möchte ich die S-Expand erstmal auf 0 runternehmen und an dem Punkt, wo der Stern jetzt wieder kleiner wird, möchte ich die S-Expand nach außen schieben. Also so, dass es quasi wie zeitverzögert reinkommt und auch wieder ein paar Frames danach auf 0 setzen. Okay, damit habe ich jetzt eine Animation, die so sticht. Und das sieht noch nicht wirklich schön aus, denn das liegt daran, wie unsere Keyframes interpoliert sind. Jetzt lasse ich mir die Splines für alles anzeigen, markiere mir alle Keyframes und mit Shift S smooth ich alle aus. Und schon sieht das Ganze natürlicher und schöner aus. Bam. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Stern, der sticht. Lasst uns daraus ziemlich viele Sterne machen. Okay, ich suche mir hier oben einen Particle Emitter und ein P-Renderer. Supi. Lass uns den anzeigen. So, da sind jetzt nur die Punkte. Und da müssen wir jetzt unseren S-Render reinkriegen. Aber der P-Emitter hat gar keinen Input. Deswegen müssen wir im Style erstmal von Point auf Bitmap schalten. Jetzt haben wir einen Input, in den wir den S-Renderer reinziehen können. Und schon haben wir ziemlich viele Partikel. Okay, das müssen wir runterregeln. Hier, unter Number gehe ich mal auf 3 Partikel pro Frame und die Number Variance auf 2, damit nicht immer dieselbe Anzahl gespawnt wird. Und die Lifespan, da unsere Animation insgesamt ja gerade mal 12 Frames ist, können wir genau diese Lifespan auch auf 15 Frames setzen. Und damit haben wir schon mal wesentlich weniger Partikel. Aber du siehst, die Animation beginnt immer zur selben Zeit. Und das müssen wir ändern. In dem Style setzen wir das Animate Over Time auf Particle Age. Und damit zählt die Animation immer ab dem Zeitpunkt, wo der Particle gespawnt wird. Super cool. Wir haben jetzt hier noch einen Punkt mit der Größe. Das heißt, ich gehe in die Size Controls unter Style und regle die Size so, wie ich es haben will und die Size Variance auch. Und ich habe noch die Möglichkeit hier unter Size Over Life das letzte bisschen noch schön abflachen zu lassen. Und schon haben wir eine schöne Armada an Sternen. Okay, wenn dir allerdings wichtig ist, dass deine Farben einen bestimmten Verlauf haben, dann kannst du ganz einfach hier bei Color Over Life eine Farbe eingeben. Zum Beispiel möchte ich, dass die am Anfang so ein bisschen gelb sind und am Ende auf jeden Fall, da sollen die auf jeden Fall rot sein. Und somit habe ich einen Farbverlauf, der sich über die Zeit ändert.
Und dann muss ich eigentlich nichts weiter tun, als mein Particle-System, also mein Particle-Render, mit etwas anderem zu mergen. Also in den grünen Pfeil von dem Merge und bam, schon haben wir Motion Graphic Explosionen. Ja, und ich hoffe, dir hat das Video geholfen und ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Video, was du da gucken kannst. Ciao, Kameramagier!